Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémons Rubinas, heute am 20. Dezember um 14.34 Uhr. Wir sind wieder mal in der Welt von den Pokémons und werden hier kleine Kinder mit unseren Bällen vergewaltigen. Und wir haben tatsächlich auch einen Schwalbini in der letzten Folge gefangen, ja, ein Team Magma-Mitglied penetriert. Ich weiß nicht, wie alt der war, aber... Ja, Fakt ist, es wurden wieder Leute in der letzten Folge penetriert. Es ist mir tatsächlich auch ein Begriff, ne? Das Team Magma und Team Aqua hat man hier und da schon mal gehört. Die Entwickler haben irgendwann so bemerkt, dass, ja, es mit dem Team Rocket, es läuft nicht so gut, ne? Ich glaube, wir brauchen mal wieder Gegner, die man so ein bisschen mehr ernst nehmen kann. Und der Kampf war auch okay, sag ich mal. Er hatte einen Pokémon, es war halt Level 7. Das haben wir aber letztendlich geschafft und wir haben uns einen Schwalbinas gefangen, Guas, und dementsprechend werden wir jetzt, nein, wieder die falschen Tasten, dementsprechend werden wir natürlich ein bisschen besser jetzt durch den Wald kommen in Kanoan, weil wir ja nun mal gegen fucking Insekten-Pokémons kämpfen müssen und die haben ja, oh nein, Pakinon, das sieht wirklich wie so eine Safcon-Dings-Entwicklung aus. Ich hoffe, mein Samurzel wird nicht zu diesem Vieh. Das sieht aus wie so eine misshandelte Wärmflasche, mal ganz ehrlich, ey. Aber ist trotzdem kein Problem für meinen Vogeli, ja. Der pickt dem einfach das Auge raus oder was auch immer dieses rote Dingsi-Bumsi da ist. Den können wir dann so ein bisschen aufleveln und dann hat er definitiv für die kommenden Trainer noch so ein bisschen mehr Chancen. Er hat sowieso schon so gute Chancen, aber... Sicher ist sicher. Ich meine, wenn der gegen 10 gleichzeitig kämpfen muss, dann, direkt ein Level up. Na, irgendwann muss selbst er mal aufgeben, spätestens dann, wenn wir keine Punkte mehr für unsere Attacken haben. Was sehr, sehr selten passiert, aber es ist tatsächlich möglich, vor allem, wenn man längere Wege zurücklaufen muss, dass man dann, man sieht ja hier, da steht jetzt, links stehen die Attacken und rechts steht das AP. Immer wenn ich quasi Schnabel einsetze, dann verliere ich ein AP. Das heißt, ich kann diese Attacke... aktuell noch 32 Mal einsetzen. Klingt erstmal natürlich viel und je nachdem werden wir wahrscheinlich auch zwischendurch wieder das Pokécenter aufsuchen können, keine Frage. Aber ja, das ist eine kleine Sache, die darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Pokémon ist ja kein Hardcore-Rollenspiel, es ist jetzt kein, ja, Shin Megami Tensei 3, Persona, Final Fantasy oder so, wo man wirklich drauf aufpassen muss. Aber... ich weiß ja nicht, wie es euch erging in der Vergangenheit, aber ich hatte auch die ein oder andere Situation, wo ich dann einfach keine AP mehr hatte. Ne? Man hat dann auch vielleicht seine Lieblingsattacke oder wie gesagt, vielleicht ist die in dem Moment sehr effektiv. Hier beispielsweise jetzt nicht unbedingt, aber ich habe halt auch noch keinen Ruckzuck-Keep. Ne? Wenn man natürlich 4 Attacken hat, dann kommt man da ein bisschen besser mit zurecht als mit 3 Attacken. Aber, was war das denn jetzt? What the fuck? Wo hat denn das wilde Pokémon eine scheiß Beere her, ey? Das ist ja krass. Ich könnte auch Heuler und so weiter einsetzen. What the fuck, ey? Was hat denn der für eine Verteidigung hier? Ich glaube, ich muss das tatsächlich mal... Ach so, nee, Moment. Er senkt ja die ganze Zeit meine Angriffskraft, ne? Ja, gut, ich kann seine auch... Warte mal, hab ich das gerade richtig gesehen? Ich baue gerade richtig scheiße. Nee, warte. Nee, nicht Beutel. Da muss mal so ein bisschen hier... Ja, das Zickzacks ran. So schnell kann es gehen. Ein verkacktes, wildes Pokémon geht mir Rische auf den Sack. Und dann gilt es wieder zurückzulaufen. Hoffen wir mal, dass der fucking Wald... Jetzt hätte ich schon wieder fast Vertania-Wald gesagt. Nicht unbedingt so groß ist, ja. Aber gut, wenn man... Man kämpft sich voran, man hätte ja jetzt auch theoretisch flüchten können, aber... Ja, wie gesagt, das ist ja auch... Man muss es ja auch mal so sehen, ja? Ihr kennt sie ja, vielleicht. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich eigentlich so ein... Oh, guck mal, Level 7. Dass ich so ein Typ bin, der sich gerne mal mehrere Stunden in eine Wiese hockt und dann einfach trainiert. Aber so ist es ja, hat es ja eine gewisse natürliche... Sache, ja, Thematik, wenn wir hier einfach, ja, konstant versuchen, das nächste Areal zu erreichen und dann einfach
jeden Zufallskampf mitnehmen. Von daher, ja, es ist jetzt dumm gelaufen, ne? Konnte ja jetzt keiner ahnen, dass der eine scheiß Beere bei sich hat. Also das ist mir auch, ja, das muss neu sein. Also kenne ich jetzt auch nicht von den alten Versionen her. Bei, klar, in der ersten Generation, sagt man ja so schön Generation oder von mir ist in den ersten Teilen, gab es noch keine Beeren, die sind dann tatsächlich erst mit der zweiten Edition gekommen, Silber und Gold. Aber da gab es sowas tatsächlich auch nicht. Aber ja, das sind ja die fucking Zigzags. Wir wissen ja auch von unserem Zigzags, dass der einfach gerne mal Scheiße mitnimmt. Jetzt haben wir wieder dieselbe Sache, aber ich hoffe einfach mal, dass... Das sah ja auch extrem cool aus, ne? Als dieses gegnerische Schwalbini das eingesetzt hat. Ich muss auch sagen, ich finde, so ging es mir aber in allen Editionen so. Ich finde manche Sprites tatsächlich frontal besser als von hinten. Ne? Sind teilweise so ein bisschen enttäuschend. Aber ja, im Endeffekt kommt es ja aufs selbe hinaus. Aber wenn du halt meine Angriffskraft senkst, dann ja, es bringt nichts, ne? Der fucking Vogel ist halt von so einem Hund eingeschüchtert und lustigerweise ist das, ironischerweise sagen wir es mal so, lustig ist das überhaupt gar nicht, ist das fucking realistisch, ne? Ich hab tatsächlich auch, das war aber schon gestern Morgen, da saß ich auch wieder so in der Küche, hab schön Tee getrunken und da war so eine Hecke, ja. Ist jetzt minimal gedoxt, aber soll es ja in dem einen oder anderen Ghetto geben, so Hecken, ja, so. Und da saß ein Vogel und ich war mir nicht sicher, ob der festhing, ja, mit seinen Füßileinis. Und ich habe die ganze Zeit, während ich meinen Tee genossen habe, nach draußen geschaut und habe wirklich überlegt, ey, soll ich dem jetzt helfen, ja, ich habe echt extrem, kann ich... Hey, du, geht es deinen Pokémon gut, wenn du deine Pokémon schwach sind und du kämpfen mal bei meinen wird, solltest du dich von hohem Gras werfen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gegen den gekämpft habe. Der ist wahrscheinlich... Nee, auch nicht. So weit war ich schon. Hast du ein großes Käfer-Pokémon, während die Leute dich... Ja, ich erinnere mich. Aber da waren wir noch nicht. Aber Moment, das ist doch... Wollte mir sagen, ich habe den Pokéball übersehen? Knilz. Ja, das wollte der Spacko doch haben, ne? Der sieht extrem depressiv aus. Jedenfalls, ich habe die Geschichte nicht vergessen, keine Sorge. Ich habe dann die ganze Zeit rausgeguckt, das ging wirklich so 5 Minuten lang so, ja. Und dann war da so eine, unsere Nachbarn haben da so Katzen, die gucken auch immer von der, vor der Eingangstür rum. Und dann ist die Katze da reingegangen und glücklicherweise ist der Vogel dann weggeflogen. Ich habe heute Morgen auch beim Zeitungsverteilen, habe ich eine Katze gesehen, die hatte so ein bisschen Schiss vor mir und ist auf den kleinen, schmalen Baum gesprungen. Und ich bin dann natürlich irgendwann wieder ins Auto gestiegen und beim Vorbeifahren, oh geil, Rucksack-Keep, beim Weiterfahren habe ich dann die ganze Zeit nach hinten geschaut und hatte gehofft, dass die Katze, dass ich dann nochmal sehe, wie die Katze runterspringt, ne? Weil das ist ja, man kennt ja so dieses Klischee, dass die Katzen, die können natürlich auf Bäume springen, kein Problem, aber kommen halt nicht runter. Ich hoffe, der geht's gut. Ja, das sind einfach so meine Sorgen, ja. Ich sehe draußen einen Vogel und hab Schiss, dass er nicht wegkommt. Ich sehe Katzen, hab Schiss, dass die nicht von den Bäumen kommen. Wenn ich draußen Menschen sehe, denke ich mir einfach nur so, wann kommt endlich wieder die gute Zeit her, wo ich mein Scharfschützengewehr rausholen kann und die wegballern kann, ja. Es ist ja egal, welche Ethne. Versteht mich nicht falsch. Ja, Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkt KP besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte AP, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Ja, hatte ich ja erklärt. Wenn ein Pokémon keine AP mehr besitzt, muss es in ein Pokémon Center gebracht werden. Versteh mich nicht falsch. Aber hier könnte ich Zerschneider einsetzen. Finde ich gut, dass die wieder mal schön herausstechen, die Bäumchen. Das war's schon, ne? Ja, wie praktisch. Mir geht es gar nicht um... Ich liebe es, meine Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie dann in hohen Bogen auszuspucken. Du kannst DC haben, versuche es einfach mal. Wende es an eine Pokémon an und es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner okay. Die guten TMs, wurde auch mal Zeit, würde ich sagen. Wobei, ich muss gestehen, ich war noch nie... Ich muss jetzt mal diese Thematik beenden, ey. Es tut mir leid, aber das Spiel unterbricht mich wieder die ganze Zeit. Mir ist es egal, welche Rasse ihr habt, welche Hautfarbe und so weiter, ja. Menschen sind im Allgemeinen scheiße. Und am liebsten würde ich die Deutschen abknallen, weil das dümmste Volk ist überhaupt. Ja, ich muss sagen, ich bin kein wirklicher TM-Fan, weil...
Oder waren das die VMs? VMs konnte man, glaube ich, nur schwer wieder weglernen, ne? Ich habe das immer meist versucht zu vermeiden. So. Amrenabären, okay. Warum wird in diesen Pokémon-Mann-Spiels alles immer groß geschrieben? Ich verstehe das nicht, Sinebären. Ja, wir gucken gleich mal so ein bisschen hier in die... Was stand da? Das weicher Lemo. Möchtest du eine Beere... Ich kann Beeren pflanzen. Ach, aber warum sollte ich das tun? Dann müsste ich sie ja aufgeben, oder nicht? Ah, vielleicht kann ich Beeren irgendwo kaufen? Naja, ich habe ja mehrere. Ich habe ja quasi nicht eine Beere gesammelt, sondern zwei, drei, vier. Dann wäre es natürlich schlau, aber ich komme doch da niemals wieder zurück. Das ist doch Müll, ey. Wirkt Selbstheilung bei Paralyse, wirkt Selbstheilung bei Vergiftung und füllt TP im Kampf wieder auf. Ja. Hat Dingsi? Nee, Dingsi hat keine Gegenstände erhalten. Ja, ich... Gib euch mal hier so ein bisschen was für den Notfall. Ihr könnt ja wahrscheinlich nicht mehrere tragen, immer nur eine. Ne? Ja, so. Gagabon nicht, der ist too cool for school. Der braucht den Shit nicht, der ist viel, viel stärker als sie alle zusammen. Von daher Blütenraum Blumenladen. Ah, seht ihr, kaum habe ich es angesprochen. Hallöle. Hallo, dies ist der Blütenraum Blümlan. Verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Raven, das ist aber ein hübscher... Ich weiß. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Ja. Beeren wachsen an Bäumen, die nur in dunklem Lehmboden gedeihen. Wenn du Beeren pflückst, pflanze immer neu in den Boden ein. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen, damit einer mit einer wunderhübschen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir, Raven. Pflanze Beeren und bring so Blüten in die Welt. Nee, du. Scheiß drauf, du, ganz ehrlich. Hallo. Je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Auch du hast Blumen gern. Das weiß ich genau. Das ist für dich. Walmer... Walmeerkanne in die Basistasche. Nachdem du die Beere eingepflanzt hast, musst du sie mit der Walmeerkanne wässern. Oh, noch etwas. Wenn die Beeren nicht gepflückt werden, fallen sie zu Boden, aber sie werden wieder nachwachsen. Ist das nicht unglaublich? Es ist, als hätten sie den Willen zu leben. Ich versuche, so zu sein wie meine große Schwester. Ich züchte auch Blumen. Hier, das ist für dich. Pirsifbeere. Pirsifbeere, ja, in die Beerentasche. Wirklich, diese Großbuchstaben. Du kannst eine Beere pflanzen und sie wachsen lassen und dann du gibst sie einem Pokémon zum Tragen. Und neuerdings gibt es eine Maschine, mit der kann man die verschiedensten Beeren mixen und Süßigkeiten für die Pokémons daraus machen. Ich möchte auch Süßigkeiten haben. Nein, du fette Qualle, es reicht für den Monat für dich. Auch und da an der Kasse ist keiner, alles klar. Dann seid ihr hier alle Mitarbeiter oder was? Also, ja, ne, das ist natürlich klar. Man bedenke, dass man, wie gesagt, auf der originalen Konsole ein 24-Stunden-System hatte. Das heißt, wenn man natürlich trainiert hat und wusste, dass man dann... Das ist so ein bisschen wie die tägliche Herausforderung bei Call of Duty oder so, ne? Immer kurz einloggen, die Beeren pflücken und so weiter. Aber das wird hier, wie gesagt, nicht funktionieren, da wir kein 24-Stunden-System haben. Von daher... Und ich finde es jetzt auch nicht klar, wenn du die ganzen Dinger damit mixen kannst und so weiter, klar. Aber so normale Beeren zu pflanzen, die dir einfach 10 KP geben, das wird in 1-2 Stunden komplett nutzlos sein. Von daher, aber nett, ne? Die machen sich da auf jeden Fall Gedanken. So, mal gucken, ob der Ruxukib ein bisschen mehr reinböllert. Ich bin ja jetzt auch nun mal 3 Level über dir. Ja, stell dir das mal in Schulklassen vor. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, könnte man meinen. Also im Matheunterricht auf jeden Fall, was die anderen Fächer betrifft, ist einmal so dahingestellt. Ich weiß ja auch nicht, von welchen Klassenstufen wir reden. Ich würde mal sagen, der Unterschied zwischen der 7. und 10. ist vielleicht nicht so hart wie von der 0. zur 3. oder ich weiß es nicht. Das ist alles Ansichtssache. Aber grundsätzlich ist das mit den Klassenstufen und mit dem Alter an und für sich das ja alles so meh, ne? Ich hab schon so oft drüber geredet, ich feiere das so, ne? Die Leute, die 18 Jahre alt geworden sind und denken, sie hätten alle Freiheiten dieser Welt und alle Rechte dieser Welt. Ja, du. Aber es gibt auch Leute, die sind schon 40 und sind immer noch kernbehindert. Ja, also es hat alles absolut nichts zu sagen.
Tipps für Trainer. In der Hoenn-Region gibt es Paare von Trainern, die andere zu einem 2 gegen 2 Pokémon-Kampf, einem Doppelkampf herausfordern. Ich hoffe, das passiert endlich mal. In einem Doppelkampf muss der Trainer zwei Pokémons antreten lassen. Das Pokémon links neben der Liste und das an der Spitze der Liste. Achte also auf die Reihenfolge der Pokémon. Ah, ja, danke, dass du mir das sagst. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Na, natürlich, Madame. Das ist das doch was hier. Endlich werde ich mal mit Respekt behandelt. Oh, ein Pokémon. Lady Patricia. Schickt. Zigzags. Ja, Level 7. Mama Energiefokus hier. Erstmal schauen, was er macht. Ob er mich angreift, ob er Heuler einsetzt oder sowas. Ja, naja, was habe ich erwartet? Direkt draufballern. Bevor ich bald wieder keine Angriffskraft habe. Die Beere ist drin, ne? Die gute alte. Genau. Da ist sie. Da wird schnell die Beere aus der Tasche geholt. Kostet glücklicherweise keinen Entzug und dann kann ich wieder direkt draufballern. Sollte er schaffen. Ja, guck, da war ein Volltreffer. Perfekt. Danke. Und ich bekomme 90 EP. Whoop die fucking do. Und das ist ja fast noch ein weiteres Level hier. Danke, danke, danke. Oh, meine Güte. Raven gewinnt 1400 Pokémon-Dollars. Abgeschnittene Pucke-Nägel oder irgendwie sowas. Oh, schon wieder so ein Teenie. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Ja, kommt alle her. Wir machen letzten Party zu dritt und so. Göre Lisa. Aber hatte ich das eigentlich mal verfickte Scheiße angesprochen? Oder war das im Schnitt, dass ich mir und beim Kontrollieren der Videos, dass ich mir so dachte, mein Gott, die haben ja mittlerweile richtige Namen, ne? Ich glaube, das war damals nicht so. Da war es einfach nur Teenager, Wanderer, Wanderer, Teenager, Göre. Aber die haben richtige. Die haben an die Vornamen gedacht. Hammergeil, ne? Macht jetzt natürlich keinen großen Unterschied, weil die immer noch dieselben Sprites haben und so weiter. Aber trotz alledem haben sie minimal an Persönlichkeit gewonnen. Oder endlich mal Persönlichkeit bekommen. So oder so, ja. Komisch, dass die. Ja, aber in dem Moment, wie war das dann mit den Handys? Ich habe doch gesagt, ihr wisst ja alle, in der zweiten Generation konnte man Telefonnummern speichern. Hatten die? Die müssen doch alle auch einen Namen gehabt haben, oder nicht? Das kann ja nicht sein, dass du dann irgendwie acht Nummern von Teenagern hattest und da stand dann Teenager, 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 ne? Ja, gut, dass man selber irgendwie nicht 30, 40 Jahre alt war und die Mutter einen dann so fragt, wieso hast du so viele Nummern von Teenagern nun? Naja, was soll ich sagen? Ich bin Pädagoge, selbstverständlich. Ich zeig den Teenies immer, wie das so ist mit dem Reiten, mit den Pferden. So, achso, da haben wir nebenbei den mal penetriert. So schnell geht's, ja, Level 10. Sehr, sehr gut, wir müssen aufpassen, dass... Was? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Dass Schwalbini-Manos nicht härter wird als Gagabor hier. Ich habe nicht aufgepasst, aber es wird schon schief gehen, oder? Kampf der kleinen Knuffelwuffels. Dann mache ich mal natürlich den Härtner rein. Härtner BSC wieder mal am Start. Da setzt er den Absorber ein, aber ich bin doch ein Pflanzi. Das kann mir doch, guck mal, jawoll. Ja, genau so geht das. Hat jetzt, glaube ich, aber nichts mit dem Härtner zu tun. Das wäre so oder so für dich schief gegangen. Von daher machen wir mal Geduld und hoffen, dass der dann, ja genau, Tackle. Oh nein, Knitz, Knitz! Knibitz! Sollen das? Jawoll. Hat er nicht gerade gesagt, es ging daneben? Er hat jetzt ein zweites Mal auch angegriffen, okay. Ja. Ich würde sagen, das dauert. Das dauert, aber ich rechne mir da gute Chancen aus. Vor allem, weil er ja noch die Stachelspore, weil er ja noch die Beere hat, ja. Von daher müssen halt nur, so wie es die Attacke sagt, fucking, wo ich könnte nochmal Wachstum, aber das war das, hat das die Special irgendwie auf, ja, Special-Angriff. Ich hoffe, dass die Attacke ein Special-Angriff ist, ey. Oh nein. Jetzt bitte nicht Vergift-Hort, Verdorn. Ah, ich bin paralysiert. Boah, gut, ne, das, ja, trotzdem, Geduld ist Geduld, würde ich sagen. Von daher, na, wird, glaube ich, mal Zeit für die Beere, oder? Genau. Da holt er sie sich aus seinem Aluhut. Mann, 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 ey, ich hasse sowas. Hoffentlich behalte ich recht, ey, und ich kann hier so ein bisschen... So, Mutz erzeugt Energie. Ja! Pff,
Mal gucken, ja. Paralysiert. Ja, ich muss doch aber nicht. Halt, ich weiß nicht, ob. Ja, ich kann dann natürlich auch nicht Geduld einsetzen, aber es wird mir, glaube ich, trotzdem von den AP abgezogen, oder? Das ist natürlich kritisch, wenn ich dann irgendwann keine AP mehr habe. Dann muss irgendjemand wieder abstauen, würde ich sagen. Fucking Gig Arbor, kommt mal wieder vorbei, der Pimp. Mit Sonnenbrille im Anschlag. Ah, nein! Und jetzt auch noch mit einem Volltreffer. Ey, das ist doch... Komm schon, jetzt baller doch mal rein hier. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso er... Ich verstehe, dass er ist paralysiert, aber... Das Spiel hat mir jetzt aber auch nicht gesagt, dass er wegen Paralyse nicht angreifen konnte. Okay, viel Spaß beim Abstauben. Einmal reinpicken und die Augen sind weg, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, wow. Ach, schade. Hätte ja was werden können. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Ja... Ich hätte von Anfang an ernst spielen sollen, aber wie gesagt, man will ja seine scheiß Pokémons aufleveln. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für heute mit der Let's Play Pokémons. In der nächsten Folge versuchen wir mal, den nächsten Ort aufzusuchen. Ja. Und was meint ihr, wann wird es den Zerschneider geben? Gute Frage. Normalerweise so nach dem dritten, vierten Ort oder so. Mh, ist natürlich dann dumm, ne, wenn man dann hier solche Gegenstände liegen lassen muss. Aber okay, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.